Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Stein und Diamant. Heute werden wir Team Galactic bei ihrem Vorhaben auf den Kraterberg absolut zerstören. Wir müssen ja hier rein. Aber ich habe da noch ein Item gesehen. Wie komme ich da hin? Ein Fläschchen Protein, let's go. Richtig nach oben. Hä? Ich habe einmal gedrückt. Einmal. Ganz entspannt. Was soll ich da tun? Hä? Ich muss so lang gehen, anstatt einfach normal zu gehen wie in normalen Pokémon-Game, Alter. Hilfe. Einen Top-Trank. Scheiße. Ich wollte hier nicht runter. Ganz entspannt nach unten gehen. Oh mein Gott, eine Kloschüssel. Eine fliegende Kloschüssel. Gucken, was hier ist. Ach, hier oben. So, jetzt gibt es die ersten Kämpfe, oder? Ja. Nice. Bisschen kämpfen. Das Geld brauche ich, Alter. Ich habe mich so hart vorbereitet. Auf diese Kacke hier. Hab 100.000 ausgegeben. Hier ist ein Item. Kommt Pokémon raus? Oh, let's go! Du bist gut. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Aber es muss sich in die Quere. Du guckst, als würdest du trotzdem in die Quere kommen wollen. Habe ich recht? Ja, dann bekommst du es mit uns beiden zu tun. Wow. Einfach nur wow. Als ob die irgendeine Gefahr sind für mich. Jetzt ernsthaft, was denken die, wer die sind? Let's go. Level up für Bubita. Giftschock. Wow. Ego macht gerade die ganze Arbeit einfach. Let's go. Mal hier. Der alte Gangster spielt Minecraft. Let's go. Hilfe. Jetzt wird alles enden und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Jaiga, mythisches Pokémon und Meister der Zeit, ich empfehle dir, eine Macht für mich zu entfesseln. Die Vernichtung des Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Jetzt ist Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird. Der Schaffer von Sinnoh, die Alga, die Verkörperung der Zeit. Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu schaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich der alleinige Herrscher bin, werde eine Gottheit. Aha. Ja, speichern mal kurz. Team läuft gut.
Nur keine Eile. Verstehe, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Du magst zwar zäh sein, doch diesmal werde ich mir die gesamte Handschuhe ausziehen. FF. Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Ist es nicht der Kleine, der am See der Stärke noch Beine weggerannt ist? Inzwischen stärker geworden, müsst jetzt recht sein. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Ja, als ob. Ich müsste ein Pokémon einsetzen, die beiden sind tot. Ah, zerstört. 7000 Euro abgezogen, let's go. Hans Gustav hat dein Team geheilt. Alter, wie nett von ihnen. Das liegt meine Hand. Oh, Diaga, das ist... Fantastisch, überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, eines neuen Universums. Aber was? Die rote Kette. Sie hat sich nicht aufgelöst. Wie konnte das passieren? Und wieso sind diese Dinger erschienen? Völlig egal. Alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich will dir die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich noch zerschmettern. Schlecht. Sag ich jetzt schon mal. Die Pokémon, okay. Jetzt mit so einem Lied wie Sude, Alter. Das wäre richtig krank. Flug, Kacke. Lass einfach mal drin bleiben. Flammenwurf, bin schneller. Flammenwurf ist trotzdem gut. Let's go. Macht aber auch Damage und Schnitt. Das war sogar Crit, das macht eigentlich gar keinen Damage, Hilfe. Das Ding ist einfach tot. Das war easy, dieser Start. Sandsturm? Nein. Garados, Alter. Garados. Das hittet mich ja jetzt eigentlich schon ein bisschen härter als gedacht. Er hat dagegen irgendwas Gutes. Pupita, aber Pupita wird gewonnen. Soll ich? Ach nee, komm, mach mal nicht diesen. Ich habe aber Gego drinne. Eigentlich wird nicht mal die. Ah, komm. Ah, scheiß mit schneller. Und das ist ja Kaskade. LOL, als ob, hey. Als ob Gego durchhält. Oh mein Gott. Der Biss.
Es tut mir eigentlich so leid für Gego. Hey, der Gegner ist so geschreckt, let's go. Es tut mir so leid für Gego. Er wollte nicht sterben, um mir kein schlechtes Herz zu bereiten oder so, keine Ahnung. Aber ich brauche ihn als Switch in Raphael. Ich brauche ihn für Raphael. Jeder in meinem Team arbeitet sehr, sehr stark zusammen. Deswegen gibt es auch Sturzflug. Let's go. Los, 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 Raphael, los. Let's go! Let's go! Der arme Gego. X-Bot. Ja, er wartet auf Anweisung. Ja, Schutzflug. Rückenwind, hä? Hä? Ja, was ist Schutzflug da? Um das zu machen. Oh mein Gott. Deswegen liebe ich Sturzflug. Einfach nur deswegen. Es ist zwar Rückstoß, aber das ist halt komplett egal eigentlich in der Hinsicht. Snibuna, nicht die schneller. Nee, die hat glaube ich Prio-Attacke. Mal gucken. Aero-Ass geht das? Nö. Akaf eigentlich besser gewesen, aber komplett egal. Alter Raphael. Der zertrümmert sein Team gerade. Alter. Und er ist down. Er ist jetzt einfach schon down. €8.800. Und alle sind weg. Oh, was macht die jetzt auf einmal hier? Dialga, Meister der Zeit. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint, als würde Dialga etwas von dir erwarten, Hans Gustav. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Geh schon, Hans Gustav, stell dich Dialga. Hör auf die Stimme in deinem Herzen und folge ihr. Dialga ist außer Kontrolle geraten, weil es mit Hilfe der hohen Kette dazu gezwungen wurde, ihr zu entscheiden und seine Kräfte einzusetzen. Er scheint darauf zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Als Gustav. Ich bin eben Gustav Hans begegnet. Er sagte, dass er nicht glaubt. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Auch ich glaube an dich. Bitte helf diesem Pokémon. Es leidet darunter, was Team Galactic angetan hat. Wurde ich geheilt? Die erste Frage, wurde ich geheilt? Nein. Ja! Holy crap! Oh scheiße, Gego zuerst. Der Zwinger. Nee, zuerst. Die Pokémon. Schmeißt er mit der X denn? Ah. Ich hab mir schon so ein paar Dinger. So, lass mal Fopper werfen. Hocke. Antike Kraft. Ich nenne das Kokain. Was war die eigene nochmal Typ? Drache? Keine Ahnung. Mach es auf Fangwuppern. Geh hoch schneller. Seitenlärm. Wow. Flucht. Stahldrache. Alter, 5 Meter und 40. Ist das Ding groß?
Es wiegt 700 Kilo. 700, was für eine Maschine. Wie soll die Alge heißen? Keine Ahnung. Alter, dieser Pog-Moment, Alter. Hans Gustav, ich kann nicht fassen, dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend. Wirklich absolut unglaublich. Ich war in meinem ganzen Leben so aufgeregt. Und das heißt was bei 60 Jahren. Seit den letzten Treffen hat der Professor unerbittlich geforscht. Er war besorgt um dich, Hans Gustav. Kam extra deinetwegen an diesen gefährlichen Ort. Bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns alle nach Hause gehen. Egal, Leute. Aber würde ich sagen, wenn euch diese Folge Pokémon Steine Diamant gefallen hat, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ich auch ciao. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.